Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, Asche auf mein Haupt. Ich bin jemand, ich vergesse grundsätzlich jeden Geburtstag, selbst den meiner Mutter, wenn es sein muss. Meine Kinder, da denke ich vielleicht noch dran, aber wie gesagt, ich bin fürchterlich, was Geburtstage angeht. Deshalb basteln wir jetzt einen Geburtstagskalender für den Schreibtisch, sodass ich die Geburtstage endlich im Blick habe und rechtzeitig etwas vorbereiten kann. Und ich nehme euch jetzt mit und wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ich habe dann schon mal etwas vorbereitet für den Adventskalender und zwar habe ich hier 13 Blatt Cardstock in einer Größe von 14 x 24 cm zugeschnitten. Dann habe ich euch auch als Vorlage die Kalenderblätter hochgeladen, natürlich unterschiedlich für die Monate, also 31, beim Februar habe ich 29, wenn natürlich auch am 29. Februar jemand Geburtstag haben könnte und so weiter. Das Ganze habe ich dann auch schon zurechtgeschnitten auf so circa 21 x 10 cm. Und ich habe mir überlegt, dass ich diesmal Restepapiere verbrauchen möchte. Und deshalb habe ich hier von der Elements Pigment Kollektion, die ich für das große Album, das ich euch jetzt nochmal in den Infokarten verlinke, benutzt habe, habe ich mir einfach aus den Resten Streifen zugeschnitten. Ihr seht, ich habe das schon so ein bisschen sortiert für 12 Blatt. Und zwar habe ich mir pro Blatt immer zwei Streifen mit 3,5 cm und zwei mit 3 cm zugeschnitten. Und alle haben eine Länge von 23,8 cm. Sodass sie nicht über den 24 cm großen Cardstock herüberschauen. Die Vorderseite des Kalenders werde ich nachher gesondert dekorieren. Wir fangen jetzt einfach mal mit einem Kalenderblatt an, also beispielsweise im Januar. Und ich lege mir jetzt als erstes mal das Designpapier. Ich achte darauf, dass ich nie vier gleiche habe. Ihr könnt das natürlich mit anderem Designpapier oder mit anderen Papierresten, die ihr habt, oder auch ganz flächig machen. Ich mache das jetzt einfach so. Das ist natürlich jedem frei überlassen und lässt sich ganz leicht abwandeln. Und ich möchte, dass die Designpapiere so ein bisschen Abstand zueinander haben und so klebe ich das Ganze jetzt auch mit doppelseitigem Klebeband einfach auf. Jetzt habe ich also die vier Streifen aufgeklebt. Dass hier oben etwas mehr ist, macht überhaupt nichts aus, denn später werde ich das Ganze hier oben binden und zwar mit der Cinch. Das heißt, es wird sowieso unter den Drähten nachher verschwinden. Und jetzt nehme ich mir das Monatsblatt. Und wie gesagt, da oben die Bindung sein wird, klebe ich das etwas unten auf und zwar mit circa 1 cm Abstand zum Rand. Links und rechts nehme ich ungefähr den gleichen Abstand. So, allzu viel habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe jetzt hier das Cover und dann die einzelnen Monate, wo ich das Restepapier draufgeklebt habe und dann hier einmal den Monat gestempelt auf weißen Cardstock, den draufgeklebt. Ich finde, das sieht mit dem bunten Papier einfach so schon toll aus. Ja, wie ihr seht, habe ich die Cinch rausgeholt und werde nun das Ganze lochen. Ich habe das hier schon mal einmal testweise gemacht. In der Graupappe, die ich noch dazu geholt habe, in zwei Teile in der gleichen Größe. Und zwar loche ich hier einmal 5 von beiden Seiten aus, nutze hier die Seite, um den gleichen Abstand zu halten. Und hier, wenn Cinch hat, weiß, dass man die Knöpfe rausziehen kann, damit die anderen nicht mitgelocht werden. Ich zeige euch das jetzt einmal kurz am Cover. Ich lege das also an. Einmal mit dem Hebel runter und schon habe ich hier diese 5 Löcher. Dann drehe ich das Ganze um und mache hier das Gleiche. Und das Gleiche mache ich jetzt natürlich mit dem ganzen Stapel hier. Für die beiden Seiten habe ich mir jetzt jeweils auch schon etwas Draht zurechtgeschnitten. Und den fädle ich jetzt einfach durch und binde das Ganze zusammen. Der Kalender ist jetzt eigentlich auch schon fertig, aber damit diese Rückseite nicht so weit wegrutschen kann und quasi auch jeder weiß, wie weit er das aufklappen soll, habe ich jetzt hier noch ein Stück Restepapier gefalzt, wobei das Mittelteil 7 cm breit ist. Und das klebe ich nun einfach mit doppelseitigem Klebeband an die beiden Graupappeteile. Einmal hier und dann kann ich, damit sorge ich dann dafür, dass die Graupappe sich nicht weiter als so öffnen lässt.
Ja, und so kann ich jetzt meinen Kalender aufstellen. Wenn ihr das Ganze verschenken wollt, falls das hier nochmal in der Mitte oder wenn ihr es wie ich vergessen habt, könnt ihr das auch einfach eindrücken, damit ihr das Ganze auch so hinlegen könnt. Und dann ist euer Geburtstagskalender auch schon fertig. Ab sofort habe ich also keine Ausrede mehr, warum ich einen Geburtstag vergessen habe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns nächste Woche wieder zu einem neuen Video. Und bis dahin findet ihr uns natürlich bei Facebook und Instagram sowie in unserem Shop auf kreativbund.de. Bis dahin, tschüss!